Der Farbton-Sättigungsregler kann aber deutlich mehr als nur die Sättigung im allgemeinen Bereich erhöhen. Man kann eben auch hergehen und hier oben im Roll-up einzelne Farbkanäle, einzelne Farbtöne auswählen, um diese unabhängig von den anderen zu intensivieren. Also Sie sehen hier, ich kann hier quasi über den Rotton bestimmen, diesen Farbbereich möchte ich verändern, möchte ich intensivieren. Ich kann das in verschiedenen Schritten machen. Ich kann dann eben die Cyantöne, wenn ich ins Bild gehe, kann ich die Pipette hier nutzen, um ganz gezielt diesen Himmel hier auszuwählen und dann eben über den Sättigungsregler diesen Himmel zu intensivieren. Okay, das ist schon fast zu viel des Guten, beziehungsweise ich kann auf diese Art und Weise auch Teile umfärben. Also ganz egal, was Sie hier auswählen, Sie können hier Veränderungen machen. Wir haben in dem bestehenden Bild keine Gelbtöne, aber ganz egal, wir haben im Standardbereich etwas die Sättigung erhöht und Sie sehen hier, die Rottöne habe ich erhöht, das ist dieser Bereich hier, beziehungsweise ich könnte eben über diesen Farbtonregler hier diese Rottöne, die ich hier ausgewählt habe, umfärben. Also auswählen und über den Farbtonregler umfärben. Ohne dass ich ein Auswahlwerkzeug benötige, habe ich hier die Möglichkeit, vorher, nachher hier wirklich intensiv die Farbe zu verändern.